Fotoshooting der SGS und wir haben wieder eine Spielerin am Mikrofon. Mit wem haben wir was zu tun? Elena Hauer. Und die Elena ist zum ersten Mal bei so einem Fotoshooting oder bist du ein alter Hase? Das ist das zweite Mal für mich. Letzte Saison bin ich nach Schönebeck gewechselt, da hatte ich das erste Shooting, das ist jetzt das zweite Mal. Und normalerweise kann man ja sagen, so ein Fotoshooting für eine Autogrammkarte stellt man sich vor, Trikot an, Ball in der Hand und dann geht das los. Ist hier ein bisschen anders, ne? Ja, ist ein bisschen anders, ein bisschen professioneller aufgezogen. Man wird geschminkt, gestylt. Ja, finde ich aber eine gute Sache. Dann sieht man auch mal, dass die Mädels relativ hübsch sind eigentlich. Ja, nicht nur relativ. Also es ist wirklich eine tolle Sache, was wir hier machen. Die Fotos werden fantastisch, das sehen wir ja hier. Und unsere Dame, die euch so nett schminkt, macht euch dann auch ganz, ganz hübsch. Was macht es aus, bei der SGS zu spielen? Ja, das ist immer wieder eine neue Herausforderung, jedes Spiel. Das ist jede Saison ein neuer Kampf gegen den Abstieg. Ja, das ist einfach ein ganz anderer Druck, als jetzt zum Beispiel oben mitzuspielen in der Bundesliga. Aber das ist doch irgendwo dann doch dein Ziel, irgendwann mal ganz oben mitzuspielen, oder? Ja, sicherlich ist das Ziel jeder Spielerin oder jedes Vereins. Aber unser Ziel sollte erstmal sein, vielleicht das Mittelfeld der Tabelle zu erreichen. Bist du dann schon eine Spielerin, die sagt, okay, eine Meisterschaft oder auch mal international zu spielen, vielleicht nicht mit der SGS, sondern mit einem anderen Verein? Das habe ich schon hinter mir, da ich von Duisburg nach Schönebeck gekommen bin, also ein bisschen oben mitgeschnuppert und mitspielen durfte ich schon mal. Und dann interessiert mich aber, wie kommst du dann von Duisburg, UEFA Cup und nach Schönebeck? Was war das Auslösende, dass du hier hingekommen bist? Ja, auslösend. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich war halt sportlich unzufrieden, kam mit der Trainerin zu dem Zeitpunkt nicht mehr so klar. Und dann habe ich für mich halt sportlich eine neue Herausforderung gesucht, wollte wieder Spaß am Fußball finden und den habe ich hier gefunden und somit bin ich zufrieden. Ich denke auch, sonst wäre es ja nicht schon das zweite Jahr hier bei uns. Herzlichen Dank für das Interview. Bitte.